Die Wii hat einen riesigen Teil meiner Kindheit eingenommen. Egal ob es jetzt das Erkunden von Uhu Island, ein chilliges Golfspiel, die unzähligen Mario und Zelda Titel oder das Erstellen von absolut weirden Mies war, ich habe super viel Spaß mit der Konsole gehabt. Und ja, es gab auch absurde Seiten der Konsole, aber all in all denke ich echt gerne zur Wii-Ära zurück. Heute schauen wir also mal etwas nostalgisch zur Wii-Zeit zurück und sprechen darüber, was die Konsole so ausgemacht hat und mit welchen Spielen und Features wir damals so viel Spaß hatten. By the way, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, folgt mir super gerne auf Instagram. Da kündige ich immer alles an und ihr bekommt exklusive Einblicke. Das wird mich auf jeden Fall sehr unterstützen, aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Auf der E3 2005 wurde die Wii bzw. die Nintendo Revolution, wie der Prototyp damals noch hieß, zum ersten Mal vorgestellt und zu der Zeit wusste man noch nicht ganz so viel über die Konsole. Man kannte eigentlich nur das Design und es wurden ein paar Features vorgestellt, wie zum Beispiel, dass man damit auch Spiele von älteren Nintendo-Konsolen spielen kann oder dass die Spiele der Konsole auf Discs sind. Wenige Monate später wurde dann die Wiimote gezeigt und die ist halt ganz anders als die Controller der Konkurrenz. Während sich die Xbox 360 und PS3 Controller nicht wirklich von den Vorgängermodellen unterscheiden und eben auch nach typischen Controllern aussehen, hatte man mit der Wiimote eine Art Fernbedienung, die man mit Motion Control steuert. Und ja, das wirkte erstmal super weird und um ehrlich zu sein, war es das von außen betrachtet auch. Die Werbung hat das auch nur nochmal bestärkt. Ja, Nintendo war halt immer schon etwas anders, aber irgendwie hat dieses Weirde auch einen gewissen Charme, finde ich. Und die Wiimote ist mit so einem gewissen Teil auch ans Herz gewachsen. Auf der E3 2006 wurde die Wii dann übrigens richtig vorgestellt und Ende des Jahres kam sie dann auch endlich raus. Vor allem da die GameCube ein kompletter Flop war, musste diese Konsole abreißen und genau das hat sie auch getan. Die Miis gehören auf jeden Fall zu einer der bedeutendsten und einzigartigsten Sachen der Wii-Ära und meiner Meinung nach sind das ehrlich die besten Gaming-Avatare, die es jemals gab. Man kann hier eben Gesicht, Frisur, Augen, Mund und so weiter einstellen und dann hat man sein Mii. Und ja, das Video hier ist ein Peter Griffin % Speedrun im Mii-Maker. Was? Auf jeden Fall kannst du hier echt alles machen, was du dir vorstellen kannst und das ist super geil. Wenn ein Charakter, egal von wo man ihn kennt, existiert und nur minimal bekannt ist, dann wird es mit ziemlicher Sicherheit auch ein passendes Mii dazu geben. Die Xbox 360 hattest du derzeit übrigens diese Avatare und die sind ja mal so scheiße, hä? Damals hatte irgendein Homie von mir eine Xbox und ich hatte eine Wii und ich war so, Bro, was sind das für Avatare? Und ja, heute denke ich es immer noch. Seine Miis konnte man dann in allen möglichen Spielen benutzen und Wii Sports ist eines davon. Dieses Spiel ist wohl das Wii-Spiel und belegt tatsächlich Platz 1 der meistverkauften Spiele der Konsole. Was daran liegt, dass es halt mit der Wii gebundelt wurde, aber trotzdem sind die Verkäufe absolut verdient. Ihr kennt Wii Sports. Hier tritt man mit seinen Miis in Tennis, Baseball, Bowling, Golf oder Boxen an und alle Game Modes sind super spaßig. Wenn man gerade mal nicht die Crowd im Bowling erschreckt oder Home Runs im Baseball schlägt, kann man neben den normalen Game Modes auch einzelne Missionen machen und die Medaillen jagen, was gar nicht mal so easy ist. Ich erinnere mich da gerne an lange Golf-Sessions oder Boxkämpfe mit Freunden zurück. Es war echt geil. Wii Sports zeigt die Features der Wiimote also ziemlich gut und kann vor allem im Multiplayer für einige Stunden super viel Spaß machen. Und genau deshalb musste es auch einen Nachfolger geben. Wii Sports Resort war geboren und hier kann man jetzt zwischen 12 Sportarten wählen und fast jede Sportart hat auch noch ihre eigenen Untermodi. Also gibt es insgesamt 24 eigene Game Modes, wozu zum Beispiel sowas wie Apportieren, Wakeboard oder Fallschirmspringen gehört. Im Apportieren gibt es übrigens Frisbee Golf und es gibt auch sowas wie Fruit Ninja in diesem Spiel. Wieso? Golf und Bowling wurden vom Vorgänger übernommen, aber die anderen Sportarten aus Wii Sports leider nicht. Super schade eigentlich, weil ich eigentlich alle Sportarten aus Wii Sports super geil fand. Mein persönliches Highlight des Spiels ist definitiv der Schwertmarathon. Ich habe den so geliebt und jedes Level bestimmt 50 Mal gespielt. Hier kämpft man sich in verschiedenen Leveln durch Horden von Miis, die ab und an auch fatale Tode erleben und muss am Ende immer einen Boss-Mii besiegen. Wie gewohnt macht man das natürlich mit den Motion Controls der Wiimote und das ist super satisfying. In den einzelnen Leveln bewegt man sich by the way immer weiter auf der Insel des Spiels herum und damit kommen wir zum wohl geilsten Teil von Wii Sports Resort. Uhu Island. Denn mit Uhu Island wurde quasi eine eigene Welt nur für Wii Sports Resort geschaffen und jede Sportart spielt an einem anderen Ort auf der Insel. Das fand ich damals und auch heute ultra geil und beim Fahrradfahren und vor allem beim Rundflug kann man sich die Insel nochmal genauer anschauen. Man kann zum Beispiel die Stadt besuchen, in den Vulkan reinfliegen oder eine ganz neue Insel entdecken. Es gibt ehrlich super viel zu sehen.
Erschaffen wurde die Insel aber gar nicht für Wii Sports Resort, sondern ursprünglich für Wii Fit. Dort hieß das Ganze Wii Fit Island, aber war bei weitem noch nicht so weit ausgebaut wie das Wuhu Island, was wir jetzt aus Wii Sports Resort kennen. Wii Sports Resort hat die Insel perfektioniert und irgendwann später kam die Insel dann zum Beispiel noch als Strecke in Mario Kart 7, als Stage in Smash Bros. Oder als Kulisse in Pilot Wings Resort vor. Diese Insel ist also auf jeden Fall ein bedeutender Teil der Wii-Ära und die Wii Sports Reihe ist es sowieso. Ultra geile Spiele, ehrlich. Außer du, du bist nicht so cool. Es gibt aber noch viel mehr Wii-Spiele mit Miis in der Hauptrolle, aber die habe ich persönlich damals leider nicht gehabt. Trotzdem sind sie ziemlich beliebt und ich habe sie mittlerweile natürlich auch gespielt und sie müssen unbedingt in dieses Video. Also, wir schauen uns die mal eben an. In Wii Play kann man eine Minispielsammlung von 9 Spielen entweder alleine oder mit seinen Freunden spielen. Dazu gehört zum Beispiel Air Hockey, Angeln, Billard oder das Mii-Posen-Spiel, wo man so schnell wie möglich die richtige Pose mit seinem Mii einnehmen muss. Und Wii Play ist für mich jetzt kein ultra krasses Spiel, aber für ein paar Stunden kann es safe Spaß machen und zeigt die Features der Wiimote ganz gut. Der Nachfolger Wii Play Motion ist dabei einfach eine Erweiterung vom Spiel und mehr auch nicht. In Wii Fit spielt man Minispiele mit vollem Körpereinsatz, denn für die meisten Gamemodes braucht man nicht die Wiimote, sondern das Balance Board. Hier stellt man sich drauf und dann kann man seinen Körper zum Beispiel in verschiedene Richtungen neigen, verschiedene Yoga-Posen einnehmen oder Liegestütze machen. Als Kind fand ich das irgendwie ultra cool und wollte das immer haben, aber ich hab's damals leider nie bekommen. So geil ist die Umsetzung jetzt aber auch nicht und es ist meiner Meinung nach eher eine unnötige Spielerei, die nach wenigen Stunden wieder im Schrank verschwindet. Der Nachfolger Wii Fit Plus ist genauso wie bei Wii Play Motion eigentlich wieder dasselbe Spiel, nur mit noch mehr Content. Ja. Wii Party dagegen ist das komplette Gegenteil davon. Das ist ein Partyspiel mit mehreren Game-Modes, wie zum Beispiel der Insel der Abenteuer. Hier muss man am Anfang jeder Runde würfeln und das Ziel ist es, als erster zum Ende der Map zu kommen. Wenn man Minigames gewinnt, die jede Runde gespielt werden, bekommt man außerdem mehr Würfel und damit erhöht man eben seine Chance zu gewinnen. Neben diesem Game-Mode gibt es aber auch sowas wie die Weltreise, in der man auf dem Globus Fotos an so vielen Orten wie möglich machen muss. Um sich zu bewegen, zieht man am Anfang jeder Runde eine Karte und die bestimmt dann, wie weit man sich bewegen darf. Und sonst gibt es auch noch weitere Game-Modes oder irgendwelche Minigame-Modi. Es gibt doch überraschend viel Content. Man könnte Wii Party also ziemlich gut mit Mario Party vergleichen, aber das Spiel hier hat definitiv nochmal seinen eigenen Charme. All diese Spiele sollten hauptsächlich die Features der Wiimote zeigen und eben auch vom Nunchuck und dem Balance Board und das haben sie eigentlich auch ziemlich gut geschafft. Natürlich sind das jetzt nicht die besten Spiele aller Zeiten, aber halt einfach spaßige Spiele, die man mal rausholen kann, um einen nicen Abend allein oder mit Freunden haben zu können. Dadurch nehmen die Miis auch nochmal einen wichtigeren Platz auf der Konsole ein und das finde ich echt nice. Aber Bro, musste es wirklich Wii Music oder Wii Chess geben? Irgendwann ist auch mal genug, Mann. Ach ja, wir wissen ja, dass Nintendo vor allem zu der Zeit etwas anders als ihre Konkurrenz war und der Controller der Wii war es ja auch. Für die Wiimote gab es aber tatsächlich auch offizielle Accessoires, wozu zum Beispiel ein Lenkrad gehört. Das hat man beim Kauf von Mario Kart Wii dazu bekommen und ich habe damals halt immer damit gespielt. Ich weiß nicht, ich fand es einfach ultra geil, ein richtiges Lenkrad in der Hand zu haben und ich habe Mario Kart Wii auch immer mit Motion Control gespielt. Auch Wii Sports habe ich öfter mal mit dem Baseball-, Golf- oder Tennisschläger-Accessoire gespielt und bis gerade dachte ich, dass das auch offizielle Accessoires wären. Also legit, ich nehme das hier gerade auf und war bis vor 2 Minuten im Glauben, dass das offizielle Nintendo-Stuff wäre. Das ist es aber nicht, denn in der Richtung sind nur das Lenkrad und der Zappa von Nintendo selbst rausgebracht worden. Dieses Baseball-, Golf- und Tennisschläger-Ding ist nicht official und ich weiß nicht, wieso ich das dachte und Leute, die ich kenne, dachten das halt auch. Also woher kommt das überhaupt? Sowas wie Wii Speak ist dann aber wieder official. Was? Wii Speak wurde damals zusammen mit Animal Crossing Let's Go to the City vorgestellt und damit sollte man im Multiplayer mit seinen Freunden reden können. Es gibt auch echt nicht viele Spiele, bei denen man das nutzen kann und naja, man konnte auch schon zu der Zeit halt einfach mit seinem Telefon telefonieren und musste sich dafür kein extra Accessoire für die Wii kaufen. Ja, da hat er schon recht! Es sollte übrigens auch mal einen Vitality-Sensor geben und in den hätte man beim Spielen seinen Finger reinstecken sollen, damit der Herzschlag gemessen wird. Ich frage mich an der Stelle, wofür überhaupt? Also in welchem Spiel hätte man seinen Puls messen müssen und wie hätte man das überhaupt genutzt? Naja, dazu gab es nie Infos und ich glaube Nintendo hat im Endeffekt selbst keine Idee gehabt und das Accessoire kam dann nie raus. Was aber rauskam, und jetzt haltet euch fest, sind offizielle Wii-Hanteln. Ernsthaft, das ist ein offiziell lizenziertes Nintendo-Produkt und hier kann man seine Wiimote reinstecken und dann kann man eben richtiges Gewicht heben. So werden die Wii Fit Sessions richtig geil. Wer kauft sowas? Juhu! Come on. Oh yeah. Yeah.
Neben den ganzen Games mit den Miis in der Hauptrolle hatte die Wii natürlich noch unzählige andere geile Spiele und eins davon ist Mario Kart Wii. Dieses Spiel ist das zweitmeistverkaufte Spiel der Konsole und wird von vielen bis heute als bestes Mario Kart aller Zeiten bezeichnet und irgendwo kann ich es nachvollziehen. Hier kann man zum ersten Mal neben normalen Karts auch Motorräder fahren, was mittlerweile ja auch normal in der Mario Kart Reihe ist und außerdem gibt es ganze 24 Charaktere, was 4 mehr als noch beim Vorgänger sind. Die Strecken sind auf jeden Fall das Highlight und gehören bis heute mit zu den beliebtesten Strecken des Franchises, denn es gibt zum Beispiel die Pilzschlucht, die DK-Schikane oder die Kokospromenade. Für mich persönlich ist dieses Spiel zwar nicht das beste Mario Kart, da finde ich den DS-Teil und MK8 nochmal besser, aber es ist definitiv eins der besten Mario Kart-Teile und sowieso ein gutes Spiel. By the way, in dem Video hier habe ich unter anderem auch über den DS-Teil geredet. Schaut dann nach diesem Video gern vorbei. Außerdem habe ich auch über die New Super Mario Bros. Reihe gesprochen und auch auf der Wii gibt es einen Teil, der von einigen als der beste Teil der Reihe bezeichnet wird. New Super Mario Bros. Wii ist nämlich das viertmeistverkaufte Spiel für die Konsole und dieses Spiel hat einige Neuerungen gehabt, die danach zum Standard der Reihe wurden. Das Propellerpilz-Power-Up wurde nämlich zum Beispiel eingeführt, man konnte zum ersten Mal mit seinen Freunden zusammen den Story-Mode spielen und leider wurden auch die Koopalinge als Bosse eingeführt. Ich weiß, Mainstream-Meinung, aber vor allem wenn man den Vergleich zum DS-Teil hat, sind die Koopalinge nicht so geil. Trotzdem hatte ich super viel Spaß mit dem Wii-Teil, da die Level vor allem im Multiplayer echt spaßig sind. 3D Marios fand ich persönlich aber immer cooler und Mario Galaxy und Mario Galaxy 2 gehören dadurch tatsächlich zu meinen Lieblings-Mario-Spielen und belegen Platz 9 und Platz 14 der meistverkauften Wii-Spiele. Hier reist Mario zu verschiedenen Planeten im Weltall und durch die Schwerkraft hat man eine komplett neue Gameplay-Erfahrung, die ich davor auch noch nie gesehen hatte. Es gibt gut durchdachte Level, teilweise auch super coole Bosse und geile Abilities, es macht mir persönlich einfach echt Spaß. Zumindest auf Metacritic belegen beide Games by the way Platz 4 und 5 der besten Videospiele aller Zeiten und das finde ich absolut nicht unverdient. Beides geile Games und wie man sich vielleicht denken kann, meine liebsten 3D Marios. Auch Spiele wie die Poképark-Reihe, die Mario und Sonic Spiele oder Smash Bros. Brawl habe ich ultra enjoyed, also es gab schon super viele gute Games auf der Wii. Aber natürlich auch weirde Spiele wie zum Beispiel Link's Crossbow Training, wo man mit dem Wii Zapper verschiedene Ziele abschießen muss. Oder Schlag den Raab. Ja, es gab sehr viel weirden Stuff auf der Wii. Die Wii wurde damals aber nicht von jedem gemocht, denn einer Personengruppe gefiel dieser Nintendo-Ansatz gar nicht. Den erwachsenen Hardcore-Gamern. Während die Xbox 360 und die PS3 damals nämlich mit guter Grafik und fortschrittlicher Technik gestrahlt haben, hat Nintendo auf der Wii hässlichere Spiele rausgebracht und komplett auf Motion Control gesetzt. Und Motion Control gefällt bis heute super vielen Leuten gar nicht, was ich ehrlich nicht nachvollziehen kann. Die meisten großen Games für die Wii haben das meiner Ansicht nach nämlich immer gut ins Spiel integriert und ich bin sogar der Meinung, dass das Spiele spaßiger machen kann. Wenn unbekanntere Third-Party-Spiele das aber schlecht implementieren, kann ich das natürlich verstehen, aber meistens war es für mich persönlich halt echt gut. Ich fand das sogar in Skyward Sword gut, obwohl das bis heute von den meisten gehatet wird. Die Wii wurde durch die Gimmicks wie diesen weird wirkenden Controller, die Motion Controls und diese ganzen Accessoires eben als Kinderkonsole angesehen. Und wenn man erwachsen ist, spielt man natürlich Shooter auf der coolen PlayStation, yeah! Ja, das ist natürlich Quatsch. Ich spiele auch beides. Auch das Hauptmenü der Wii ist eben verspielter als bei einer Xbox oder bei einer PlayStation, was den Hardcore-Gamern auch nicht so gefallen hat. Mittlerweile hat dieser Nintendo-Hate aufgehört, aber früher war das ziemlich extrem. Aber ey, auch wenn die Wii damals als Konsole für Kinder angesehen wurde und der Ansatz von Nintendo super weird und ganz anders als bei der Konkurrenz war, ist die Wii die meistverkaufte Konsole ihrer Konsolengeneration. Stand heute belegt sie außerdem Platz 7 der meistverkauften Konsolen aller Zeiten und das meiner Ansicht nach mehr als verdient. Ich persönlich denke auf jeden Fall sehr gerne an die Wii-Zeit zurück und hatte damals und auch heute super viel Spaß mit der Konsole. Und das war mein nostalgischer Rückblick auf die Wii-Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr so mit der Wii verbindet. Zum DS habe ich wie gesagt auch so ein Video gemacht. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, wird es das wahrscheinlich auch.